Am Ende war es wie so oft in letzter Zeit. Der Gast jubelte in der Halle Bergfidel über einen Sieg und der heimische USC konnte gar nicht glauben, was da gerade passiert war. So auch am vergangenen Sonntag nach der Partie USC Münster gegen VC Wiesbaden. Ich glaube, wir haben den Gegner zwei Sätze lang dominiert, waren wir gut gemacht, haben unsere Vorgaben eingehalten, waren mutig, haben einfach gespielt, Volleyball gespielt, aber in guter Qualität. Und das ist ein bisschen ab dem dritten Satz abhanden gekommen. Und dann werden wir, wie so oft leider, ein bisschen angespannt, fuchtig. Ja, nicht mehr so mutig einfach. Und der Gegner macht dann einfach. Und der Gegner hat dann auch gut gewechselt. Mit dem zweiten Sechser das gut gemacht und ein bisschen mehr Druck auf uns ausgeübt. Und ja, schon ist das Spiel weg. Aber so schnell, wie Linda Dörendahl es beschreibt, war das Spiel dann doch nicht weg. Zu Beginn die Stimmung in der Halle Bergfidel noch wunderbar. Der USC Münster zeigte gegen den VC Wiesbaden eine hochkonzentrierte Leistung. Co-Trainer Till Christopher Kittel konnte mit seinem Team sehr zufrieden sein. Münster mit variablem Spiel und sehr guten Punktgewinnen. Dementsprechend ging Satz 1 mit 25 zu 21, der zweite Satz mit 25 zu 22 an die in Rot spielenden USC-Damen. Das war Balsam auf die Münsteraner Volleyballseele. Doch ab Durchgang 3 war es vorbei mit der Herrlichkeit. Der USC verlor immer mehr den Faden. Der Gast aus Wiesbaden spielte nun druckvoll am Netz und zwang Münster immer wieder zu eigenen Fehlern. Davon produzierte der USC alleine im dritten Satz ganze 10. In Satz 4 waren es immer noch 9. Die USC Münster musste am Sonntag also in den Satz-Tiebreak und alle Beteiligten wunderten sich, wie das passieren konnte. Das Rezept heißt hart üben und weiterhin an den Sachen arbeiten, die wir die zwei Sätze auch gut gemacht haben und wo wir dann deutlich abfallen. Und das sind auf jeden Fall die Fehler, die wir ohne Gegnerdruck machen, sprich die Angriffe, die wir direkt ins Ausschlagen. Und die Fehlerquote steigt dann halt leider an und das geht nur über Üben. Wie schon erwähnt, am Schluss verlor der USC den Tiebreak und die Partie. Die vierte Niederlage in Folge wirft Fragen auf und die Antworten liegen doch so nah. Immerhin scheinen die Beteiligten zu wissen, woran es momentan mangelt. Ich glaube, wir müssen halt einfach in guter Qualität weiter trainieren. Einfach konstanter werden über eine längere Zeit. Nicht nur eben zwei Sätze und dann auf einmal aufhören, sondern das halt im Training auch, und das fängt im Training leider an, da eben konstant auch mal 3 Stunden durchtrainieren mit guter Qualität. Besser und konzentrierter zu trainieren ist immer eine Maßnahme. Doch bis zum nächsten Spiel bleibt nicht viel Zeit. Denn da kommt schon am Mittwoch mit den Roten Raben Vilsbiburg der Tabellendritte in die Halle Bergfidel. Der USC Münster kann und muss also ganz schnell in die Erfolgsspur zurückfinden. Sicherlich spielen wir zu Hause. Wir spielen gegen ein sehr gutes Team, aber wir werden hier nicht antreten, um die Punkte zu verschenken. Also abhaken werden wir das Spiel garantiert nicht. Der USC wird also auch am Mittwoch versuchen, nach 4 sieglosen Spielen die Punkte mal wieder in Münster zu behalten. Und egal, wie der Gegner heißt, Linda Dörendahl und Co. wissen, dass der Blick auf die eigene Leistung manchmal wichtiger ist, als sich allzu sehr mit dem Gegner zu beschäftigen. Man hat gesehen, und jetzt kommt es auf uns an, wenn wir unser Ding spielen, dann hat es, denke ich, außer Schwerin, die wirklich gute sind im Moment, jede Mannschaft schwer. Wenn wir scheiße spielen, dann können wir auch gegen VC Olympia verlieren. Also völlig egal, wer jetzt kommt. Wir müssen arbeiten, wir müssen was Gutes machen und dann stehen wir am Ende wieder hier und überlegen und gucken, was wir draus gemacht haben.